was ich mit dem vorhabe und wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch jetzt. Tja, es ist heute ziemlich windig draußen, deswegen machen wir mal ein bisschen mehr hier drin. Knut ist ein T5-1, Baujahr 2007, hat den rein 5-Zylinder mit 2,5 Liter Hubraum und 131 PS. Hat schon einen Dieselpartikelfilter Euro 4. Genau, es ist ein Dreisitzer, ein Transporter, vorne mit Doppelsitzbank, dazu zeige ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Und hinten war er quasi blank. Hinten war nur eine Bodenplatte drin, die Standard-Pappelsperrholz-Verkleidung und kein Fenster in der Schiebetür. In der Heckklappe das Fenster, das war schon drin. Genau. Sonst hat er groß nichts. Sechsganggetriebe, also kein Automatik, manuell. Tempomat hat er nicht, aber der wird noch nachgerüstet. Genau, und ich habe mir das Ganze als Projekt vorgenommen, um damit in erster Linie meine Eventtechnik ein bisschen hin und her zu transportieren und im Sommer oder halt auch im Frühjahr und Herbst ein bisschen damit in Urlaub zu fahren als Campervan. Und genau, da zeige ich euch jetzt schon mal, was ich da alles gemacht habe. Das erste, was ich gemacht habe, ist eigentlich das, was jeder so macht. Erstmal, man kann es hier noch sehen, Armaflex rein. Das Ganze ist zum Dämmen da, isoliert auch ganz gut. Das ist ein 19 mm Armaflex, genau. Und darunter habe ich Alubutyl. Das habe ich überall gemacht, an allen Wänden, wo ich dran gekommen bin. Genau. Dann habe ich schon mal ein neues Radio nachgerüstet. Es ist ein Sony XAV1000, meine ich. Das Ganze hat Apple CarPlay und unterstützt auch eine Rückfahrkamera. Und das ist der nächste Punkt. Die Rückfahrkamera habe ich nämlich auch schon nachgerüstet. Ja, dann ging es weiter. Ich habe dann angefangen, man kann es hier noch so ein bisschen sehen, eine Unterkonstruktion zu bauen für die Vertäfelung. Dafür habe ich Einlidmuttern in die vorhandenen Halterungen, wo diese Kunststoffclips der Verkleidung drin waren. Die habe ich da reingesetzt und habe dann eine Verlattung drunter gemacht, auf die ich dann das Profilholz, die Vertäfelung gesetzt habe. Das habe ich jetzt, sage ich mal, schon zu 3/4 fertig. Wie ihr gesehen habt, Seitentür und Heckklappe fehlt noch. Das Ganze kommt aber noch. Ja, dann haben wir hier oben schon ein paar LED-Spots drin. Und ein bisschen Elektronik habe ich schon verlegt. Hier vorne liegt schon der Sicherungskasten und ein paar Kabel führen hier schon hin. Für, was habe ich denn? Ja, die Beleuchtung. Dann habe ich hinten, genau, da habe ich ein, wie heißt es denn gleich? Ah ja, genau, DEFA Mini Plug. Es wird eigentlich für die Vorwärmung von den Einsatzfahrzeugen verwendet, ist aber ganz nett. Ich kann euch das gleich auch noch mal zeigen. Das ist so ein kleiner Stecker nur mit 1,5 Quadrat, meine ich. Und da schließt man außen ein Kabel an mit einer Standard-Schuko-Kopplung und kann so dann am Campingplatz oder wo man dann gerade steht, das anpömpeln. Hat nicht diese große CEE-Dose da dran und kriegt so dann seinen Strom in den Camper. Genau, die Bodenplatte ist auch komplett raus gewesen und isoliert. Und wie ihr jetzt hier schon seht, ist schon PVC-Boden drin, Vinylboden. Und hier sieht man auch schon, ich bin aktuell dabei, das Ganze auszumessen. Jetzt ist natürlich ein bisschen Dreck hier noch drin von meinen dreckigen Schuhen. Ich habe das Ganze ausgemessen, in CAD gezeichnet, also Schrank und Bett. Es soll ein fest installiertes Bett reinkommen. Eine Schrankwand über die Fahrerseite komplett mit einer halben Höhe, wo dann eine Kühlbox drauf kommt, direkt hinter dem Fahrersitz. Genau. Ja, ich zeige euch gleich mal ein bisschen mehr von vorne, aber vorerst muss ich ein bisschen umräumen und dann zeige ich euch mal eben, was ich schon gemacht habe. Ja, und zwar gab es nämlich die große Überlegung, Doppelsitzbank oder Einzelsitz vorne. Einzelsitz mit Drehkonsole.
Kann man machen. Ich wollte aber nicht auf meine drei Plätze vorne verzichten, dass man im Notfall auch nochmal einen dritten mitnehmen kann. Man hat vorne auch ein bisschen mehr Sitzfläche, was auch nicht verkehrt ist. Jetzt ist aber das Ding, es gibt zwar eine Drehkonsole, die ist aber sehr teuer und die wollte ich nicht unbedingt einbauen. Da habe ich mich ein bisschen eingelesen beim TX-Board. Da gibt es interessante Themen dazu. Schaut da immer mal rein. Ja, und ich habe mir nämlich ein neues Scharnier gekauft für die Mittelscharnier für die Sitzbank. Wie das Ganze eingebaut wird und so weiter, das kommt in einem neuen Video. Und mit diesem Scharnier habe ich quasi die Klappfunktion der hinteren Sitzbänke übernommen. Habe somit die Möglichkeit, mich hier drauf zu setzen. Also das Ganze ist von der Sitzhöhe auch in Ordnung. Der größere Vorteil des Ganzen ist, dass die Sitzbank, die ja standardmäßig eine ziemlich senkrechte Rücklehne hat, vom Neigungswinkel echt angenehm ist. Die ist ziemlich genau so eingestellt, wie ich meinen Fahrersitz eingestellt habe und es hebt den Komfort um einiges. Genau, das war es eigentlich schon zu dem hinteren Teil. Hier geht einiges noch weiter. Von außen wird auch noch einiges passieren und das könnt ihr alles auf diesem Kanal verfolgen. Ich werde euch da regelmäßig Videos hochladen zu den aktuellen Umbaumaßnahmen. Und jetzt zeige ich euch vorne noch ein bisschen was und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo ich dann zeige, wie dieses Ganze hier umgebaut wird. Und genau, viel Spaß!